Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Session. Dr. Pirx spielt Pools of Darkness. Im letzten Video ist ja die gute Crysania leider verstorben und durch das Wiederbeleben hat sie einen Konstitutionspunkt verloren, wie mir beim Ansehen der Videos aufgefallen ist. Und das ist mir ein bisschen zu früh im Spiel gewesen, schon einen Konstitutionspunkt eingebüßt zu haben. Deswegen habe ich das Spiel nochmal neu geladen. Bin also nochmal ins Savegame zurückgegangen und habe offscreen das Keep einfach normal gemacht. Mit dem Ergebnis, dass sie es diesmal überlebt hat, also noch volle Konstitution hat, wie wir sehen, die sie vorher auch hatte. Und da sie nicht gestorben ist, auch genug Erfahrungspunkte bekommen hat, um aufzusteigen. Ansonsten habe ich das gleiche gemacht wie in dem Video, in dem letzten Video, was wir da gesehen haben. Ich werde jetzt nochmal fix aufsteigen. Wir befinden uns wieder in unserem Hauptquartier sozusagen, wo wir immer wieder hin zurücklaufen. Ich steige jetzt nochmal schnell auf. Ja. Und werde jetzt die nächste Quest in Angriff nehmen. Vorher ist mir aber irgendwo ist mir aufgefallen, dass einer hier ein Item hatte. Irgendjemand hatte hier noch Boots of Speed, genau. Und die wollen wir nochmal. Oh Gott. Arrows brauchen wir nicht mehr. Yep, weg damit. Du hattest die, die bringen nämlich, sie verdoppeln unsere Bewegung, die Reichweite und haben den netten Vorteil, dass sie auch noch die Rüstungsklasse um 2 verbessern. Dann hat nämlich der gute Grind the Fist jetzt auch minus 11. Das sieht doch schon alles ein bisschen besser aus. Oh, das ist soweit okay. Das ist soweit auch okay. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Ja. Nein. Nein. Wir wollen jetzt zu einem. Da wollen wir hin. You come upon an army camped near the crater where the city of Melvond once stood. A group of horsemen approaches. Hello, travelers. My name is Priam, commander of this ragtag army. Follow me. Without waiting for a response, he rides toward a temple poised on the edge of the crater. This is Melvond's Temple of Tyr. Der Gott der Gerechtigkeit, glaube ich. Within it is the armory used by the clerics in times of need. Those same clerics all disappeared when the city was ripped away. But the armory is still there, and my army needs it. But dark forces inhabit the temple now. You look like hearty adventurers. Will you aid us in retaking the temple and gaining access to its armory? Na, selbstverständlich wollen wir das. I will bring a group of warriors to assist us. Together we shall be unstoppable. Na, schauen wir mal. Ja, dann sind wir hier in dem Tempel und ne, natürlich keine Area. Dann gehen wir mal los. As you enter the room, someone spins upstairs. What do you do? Pursue. So, das macht das Spiel jetzt selbsttätig, da müssen wir gar nichts machen. Wo sind wir jetzt? Sind wir raufgelaufen? Wo rennen wir jetzt lang? Gott sei Dank habe ich meine Karte hier, sonst. You surprise an undead priest and his band of thieves. Ach du lieber Gott. Undead priest? Vampire cleric. Also gut. Cleric, cleric. Mage, mage. Nochmal zwei clerics. Okay. Ja, wenn ich das nächste Mal raste, sollte ich den Flamestrike noch rausnehmen. Der funktioniert ja, glaube ich, auch nur unter freiem Himmel und war so super auch nicht. Dann nehmen wir lieber noch einen anderen Zauber für. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal. Was machen wir denn jetzt? Mal Hold Person, warum denn nicht? So, was haben wir hier? Hier haben wir Warriors, die nicht viel taugen. Ja. Aber sie sind gut dafür. Clerics zu treffen. So, Delayed Blast Fireball. Wenn wir die Gruppe ein bisschen verkleinern, die wir hier haben. Das sieht gut aus. Da werden die nicht getroffen. So. Da kann man hinsetzen. Okay, der ist weg.
Der ist weg. Ja. Sehr schön. Vampir ist auch hin. Auch weg. Ach, das sieht doch ganz gut aus. So. So. Ja, das hat ja super geklappt. Ja, haut ruhig. Ich will jetzt erstmal den. Genau, Dankeschön. Ja, haut ruhig auf ihn, ist mir egal. Die paar Punkte dafür ist jetzt aber auch gut. Jetzt müsste das Ganze ja eigentlich zu schaffen sein. Ja, kannst du hier auch nochmal so. So. So, nicht getroffen. Was kannst du machen? Du kannst da auch nochmal hin. So, trifft ja alle nicht. Das ist ja auch nicht getroffen. Na, mach mal keinen Mist hier. So. Okay. Jetzt dürfte der Kampf nur noch eine Frage der Zeit sein. Schwierigkeiten dürften sich keine mehr ergeben. Ja, sehr schön. Die Reihen lichten sich. So soll das sein. Dumm, die dumm, die dumm. Ja. Also, nee. Wieder einer weniger. Ach, come on, Leute, so schwer ist das doch nicht. So, seht ihr, sogar die Klerikerin kriegt einen Tod. Jo. Dankeschön. Bis auch hin. Schauen wir noch einen, den wir aber auch kaputt kriegen hier. Nur du gibst auf. Das finde ich richtig so. Aha. Da haben wir schon mal Darts. Die nehmen wir mit. Klarkörner, das ist Standard. Nee, wollen wir nicht. You find more valuables on the vampire's body. Ne? Das klingt ja schon besser. Take money. Okay. So. The paper wrapping the arrows was the paper wrapping the arrows was a page from a book of religious rituals. Dann gucken wir doch mal. Journal Entry 11. Torn pages from a book of religious rituals. After praying, one must touch the essence of the air by inhaling the heady vapors of the rare incense. This allows contact with the first elemental plane, air. The plane of water is then contacted by drinking of the waters consecrated to Tyr himself. Earth and fire come late in the tests of Torm and Ilmater. The vessel of purity and the spirit flame are guarded by eternal guardians. Take the items of earth and air to light the lamp of vigilance. The lamp shall make a bright and good place in the world, even when all else is dark. Aha, okay. Das merken wir uns mal. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir jetzt. Jetzt gehen wir immer hier wieder raus. Gehen wir mal hier hin. These once sumptuous quarters have been wretched by thieves. Oh, search an. You find a red leather book. That is the remnants of the High Priest of Tyr's journal. Aha. Journal Entry 65.
The times of woe are upon us. Darkness has overwhelmed the sun, and the catacombs below are overrun with shades. We have taken to going about the temple in groups of three or more. It is unsafe otherwise. Now, a vision of a long-dead legend haunts our belfry. She won't allow us to ring the bells to gather our flock. Many tried and have disappeared. Even our most stalwart priests have tried, but all to the same end. Tomorrow we leave together the common folk in the temple's vicinity and lead them to safety. I pray for our safe return as well. Na gut, das hat ja bisher noch nicht so gut geklappt, was ihr hier vorgehabt habt. Aber jetzt sind wir ja da. Jetzt geht's bergauf, Kollegen. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo rasten können. Das, ich glaube, das ging hier irgendwo. This office looks undisturbed. Ja, genau. Hier wollen wir rasten. So. So, Krysania wird jetzt erstmal ein Flamestrike. Jo, weg damit. Feuer von Grace ebenso. Ja. Memorize, nein. Dispel Evil. Was der macht, naja. Krysania kann ja mal... Aufgestiegen, also noch mehr Zauber. Prayer. Nehme ich mal Dispel Evil. Resurrection. So. Na komm. Sit safe. B. No. Lo. Und weiter geht das. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder runter, wo wir angefangen haben. Stairs go down, ja. Gucken wir uns erstmal das Erdgeschoss an. This is the public worship area for Tyr, God of Justice. There's a black stain on the altar across the room. The black stain, das klingt nicht gut. The pews are overturned and the temple is plundered. So, a black hand is painted over Tyr's altar symbol. The paint is still damp. What do you do? Scrub paint, weg damit. You clear the stain and Tyr's symbol shines forth. You receive the blessing of Tyr. Dankeschön. Das wird jetzt bestimmt irgendwas Gutes gewesen sein. Oh, keine Ahnung was, aber wir sind gesegnet. Hurra. Dann gehen wir jetzt doch einfach mal nach unten, würde ich sagen. In den Keller, jawohl. The Red Plume Warrior stay behind is a rearguard, ja. Außerdem ist Keller... Habt da Angst, ne? Gebt's doch einfach zu, ist doch keine Schande. Natürlich ist es eine Schande, aber gut. So, was haben wir jetzt? Oh, Gottes Willen, das ist ja wieder übersichtlich hier. So, gucken wir mal. The floor is stone with a simple sleeping mat on one side. A clay washbasin sits beside it. You search the room but find nothing useful. Toll. The meditation cell is only a prayer mat and a half-filled basin of water. The water in the bowl has something green. Nee. Green and slimy? Nee, das muss nicht sein. This is a prayer and study cell for a young acolyte of the temple. There is a book on the sleeping mat. Aha, gucken wir. 74. Boom, boom, boom. Long ago, when the Daylands were being founded, there was a king of elves named Eleanor. He had a daughter, Laurelin, who was said to be especially fair even among the elven folk. A human hero, Wimwolf, chanced to catch Laurelin watering her horse at a forest pond, and the two fell in love. Unfortunately, Eleanor had made plans to marry Laurelin to an elven noble and forbade her to ever see the human adventurer again. Och, wie tragisch. Laurelin ran weeping to Brimwolf to tell him of her fate, but the hero persuaded his princess to run away with him to Hilsfar. Ah, eine kleine Liebesgeschichte. Ja, ich schneide mal kurz, bin sofort zurück.